So, also was jetzt heute passieren soll, wir müssen Sachen wegschleppen. Zum Beispiel ist bald große Laubzeit angesagt. Herbst. Ja, genau. Das heißt, wir bauen heute eine Anhängerkupplung da dran und wir bauen einen Anhänger. Aber erstmal ganz kurz fahren. Okay, die Kiste läuft auf jeden Fall, ey. Wie geil ist das denn, Alter? Hast du gesehen, wie ich mich hier gedreht habe, richtig? Ja, es wäre geil, wenn man irgendwie so eine Rolle machen könnte. Obwohl, einmal kurz sowas machen. Challenge accepted. Zum Glück war ich nicht angeschnallt. Ohne Scheiß jetzt! Ohne Scheiß jetzt, ich schwöre es dir, zum Glück war ich nicht angeschnallt. Ich bin hier genau rausgeplumpst. Tut ein bisschen mein Arschloch weh, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist ein Stein reingeflogen. Die Kiste funktioniert wieder, das wollten wir eigentlich nur ganz kurz testen. Oh Gott, nein. Das ist gar nicht gut. Glaubst du, die kann durch so einen Fall kaputt gehen? Ich kann nicht mehr anziehen. Oh nein, ich hab die jetzt ernsthaft kaputt gemacht, Wetten. Das wäre so typisch, Alter. Ey, meinst du, wir kriegen Wheelie hin? Ja, klar. Yeah, was ist das denn? Oh, wir kochen. Boah, pff, das riecht nicht gut. Upsi. Ist kaputt jetzt oder was? Na, es ist gerade im Übergangsstatus zwischen, es geht gerade nicht und es geht gleich wieder. Also kaputt. Hier vorne könnte sich einfach das Band vertüdelt haben. Kannst du nicht mehr ziehen, oder was? Nee. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich wollte gerade fragen, was ich bin noch kein Mal gefahren. Geht doch. Hoi, 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 hoi. Was ist das denn, Alter? Das ist das Öl wahrscheinlich. Ja, das ist das Öl. Voll geil. Wollen wir einen Anhänger bauen vielleicht besser jetzt erstmal? Ja, komm, erstmal Anhänger bauen jetzt. Wir haben eine Badewanne und allerlei Equipment. Das ist ja geil. Wo habt ihr das her? Auch vom Schrottplatz? Alles vom Schrottplatz. Ja. Glaubst du, die gehen noch? Klar. Können sie mal eine Steckdose halten? Könnt ihr mal an die Steckdose halten. Wir haben eine Anhängerkupplung. Ja. Wollt ihr die hier drunter schweißen? Ich hätte die hier ran gemacht. Ja, ne? Also das sieht stabiler aus als das Ding. Aber der sackt richtig zu Boden, ne? Ich guck mal, wie weit der absackt. Aha. Das passt da locker drunter. Da und da kurz flexen. Oh, nee. Passt der genau hier? Nee, passt ja gar nichts. Und wenn wir das auf das Ding da rausschmeißen, dann haben wir eine richtig schöne Höhe. Hau rein, Alter. Ja, 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 ich bin dabei, Mensch. Alle Hände weg! Ja, sieht gut aus. 1A. Wir legen den da rein und benutzen die zwei Pfeile als Verbindungsstücke für das Rohr. Super, Waldo, super. Tipptopp. Die obersten klöppeln wir jetzt nach hinten, dann können wir die vielleicht auch noch benutzen, weißt du? Schauen Sie sich das mal an. Mein Herz. Die normale Anhängerkupplung wird richtig mit Querstreben nach hinten, du musst dir vorstellen, wie so ein großes T. Nach hinten verstrebt, damit du Last abführst. Wenn hier vorne dein Anhängerpimmel dran ist, dann musst du, wenn du da was ranhängst, wird der einfach vorne abknicken. Das könnte bei uns jetzt voll leicht passieren. Und deswegen machen wir das jetzt oben, unten und mit Rückstücken fest. Und dann kann er eigentlich nicht mehr weg. Funktioniert gar nicht. Der hängt. Da, hier hängt er, an dem. Okay, mach du weg. Danke. Dein erster Tag. Ey Mensch, super, dass du hier Praktikum machst. Du. Wie war nochmal dein Name? Danke, Jelly. Echt super gemacht. Jetzt bollern wir den hier irgendwie so ran, wa? Ich hole einfach schon mal einen Feuerlöscher. Wir haben gerade unserer Eidechse den Schwanz abgeschnitten. Das sieht schon geil aus, muss ich doch zugeben. So, hält kurz jemand fest? Ich punkte. Boah. Der hält. Geil. Das ist vielleicht meine beste Arbeit, sofern, soweit. Unser Anhänger hier hinten ist relativ tief. Unser Auto ist so. Wir müssen jetzt von oben eigentlich sogar noch mit der Kupplung kommen, weil unsere Kupplung so steht. Das bedeutet, wir müssen von oben irgendwie ran. Das ist die Kupplung. So ist sie drauf. Die kann jetzt voll weit nach oben, die kann aber nicht weiter nach unten. Hier ist Limit. Das war ein Kugelkopf, aber weil wir schon so schräg stehen, müssen wir ein bisschen von oben kommen. Runter, runter, runter. Schön. Das wäre geil, wenn er jetzt abgefallen wäre. Super, Jungs. Hier kommen ja auch noch Achsen und Räder. Das Ding wird noch hochgebockt. Dann sitzt der perfekt. Oh. Oh, aua, das war so klar. Das ist Vollgummi auf diesem Hof unabdingbar. Das heißt, wir kriegen da keine Löcher rein. Guck mal, reicht vielleicht eine so eine Stange? In der Mitte doch nicht. Irgendwo hier, von der Breite ist ja egal wo dann. Aber reicht ja eine. Was wolltest du denn sonst machen? Ja. Ich habe gedacht, das Teil ist vielleicht breiter und eine reicht nicht, deswegen.
Schön an den Arsch mit dem Ding. Wir wollen damit ja ordentlich Material bewegen. Ich habe zu Hause auch schon mal sowas gemacht, eine Schubkarre aus einer Badewanne gebaut. Und da ist vorne immer die Achse eingeknickt. Das wird die größte Schubkarre aller Zeiten. Ich schaffe wenigstens mal was weg. Ja. Belastungsprobe. Um das jetzt zu vermeiden, würde ich hier in diese große Stange nochmal Vollmaterial reinkippen hier. Jetzt die Achse voll und super stabil. Ein Schweißpunkt drauf und es kann nicht mehr raus. Wie viel Bars? Wenn du 16 Bars hättest, wäre richtig geil. Aber denk dran, wir wollen niemanden zerflexen. Jetzt sind wir bei 16. Halt mal gerade, bitte. Ich will doch nur einen Punkt machen, Mann. Das soll doch einfach nur nicht hier raus. Ich kann noch mit den Bars ein bisschen runterfahren. Nein, Mann. Pass auf, wegen heiß auch. Ich find's schlecht. Warum denn? Weil du... Ah! Eis, Eis. Kannst du Eis holen? Sag mal, wo hast du die Fuß? Sag doch was. Wo denn? Er ist hier gegen die Schweißnaht gekommen. Tut sehr doll weh? Erst ja. Brauchst du mal eine Kühlung, Kumpel? Ja. Halt mal ihn fest. Du musst doch das Hemd drüber, sonst gibt's Gefrierbar. Erholt. Ja, gibt kein Gefrierbar so schnell. Wo tut's dir weh, Kumpel? Da. Das Hemd. Bisschen tiefer. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst, ja? So, jetzt wollen wir hier drunter noch mal ein bisschen Stabilität einbringen, indem wir zum Beispiel... Ist doch auch scheißegal, ja. Wir machen vier Löcher. Verstehe nicht, warum du da so drauf rumkommst. Du bist ein Assi, ey. Ey, ey! Oh, da kamen aber Bärenkräfte in dir hoch, ne? Ist das gerade? Unser Messwerkzeug ansetzen. Sieht aus wie eine schlechte Seifenkiste. Boah, ist aber ein schwerer Anhänger, muss ich schon zugeben. Super, fest. Ich guck mal, ob's hält. Du siehst aus wie so ein Jockey. Das ist eine ganz billige. Aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Das können wir beim nächsten Stabotrümmerter auch machen. Da haben wir Karotten verteilt für die lange Schlange vor der Tür. So langsam ist die Bude relativ voll und zwei, drei Leute müssen warten. Aber wenn wir nicht das Klimasland, wenn wir uns nicht ein bisschen was dafür ausgedacht hätten. Kleine Überbrückungswarte-Karotte. Nächstes Mal werde ich einfach hier den Anhänger rankoppeln. Jonas schmeißt da ganz viel Paprika und Karotten und sowas rein und dann fahren wir rum, dann kann sich jeder eine nehmen. Aber ist der nicht ein bisschen zu tief? Lass mal mit allem Mann da hinten rauf, dass er richtig runterkommt. Ui! Ja, guck mal, jetzt liegt er auf. Nochmal einen kleinen Rahmen bauen für das Teil. Ja, aber nur gerade drunter. Okay, flexen, Boys, flexen. So. Und ich baue schon mal ganz kurz hier vorne den Tank ab, da. Dieser Tank kommt weg, weil wir den innen noch nie brauchten und für irgendwas anderes benutzen können. Er braucht gerade eine kleine Pause. Er hat sich ganz toll verbrannt am Arm. Guck doch, traurig. Bernie ist ein bisschen fertig. Deswegen machen wir hier so ein bisschen, ne, so wie früher. Nur du und ich. Guck mal, wie geil das aussieht. Perfekter Platz für die Batterie eigentlich. Ne? Weißt du, was das auch geil wäre? Als Beifahrersitz. Ja, Mann. Also nur, dass ihr nicht die ganze Zeit denkt, wir verstümmeln hier ein Gerät nach dem anderen. Der fährt ja eh nicht. Und wir werden jetzt demnächst hier den nochmal richtig geil machen und der braucht eh einen neuen Stuhl. Er hat Qualität, du. Das Ding muss noch ab. Setz dich mal rauf. Müssen die Füße da unbedingt durch? Überlege ich gerade. Also so ist auf jeden Fall richtig gemütlich. Mich störst du nicht auf jeden Fall. Hier nee, kann man die Füße perfekt hinmachen. Wirklich? Ja. Voll geil. Findet ihr das? Weil dann ist das irgendwie untergejubelt hier. Ey, das knistert heute. Das ist so richtig geil, ne? Alter, das hört sich so schön an. Heute ist der offizielle Tag des guten Einbrands. Das klingt ein bisschen, als wenn so richtig ordentlich Luft unter so einen Drachen pustet und dann schlackert der und der verzieht richtig. Du merkst, wie der Druck von der Welt in deiner Hand ist und du steuerst ihn durch die Winde, bist aber auch voll frei. So, ich würde das als sehr, sehr fest bezeichnen. Obwohl ich nur gepunktet habe, dass das reicht. Hier ist ja nachher richtig Wumms drauf. Ne? Wenn du jetzt hier drückst, dann knickt am ehesten das ab. Das heißt, die Schweißnaht muss sitzen, wie jede andere auch. Schweißnähte sind wie Handwerker, die müssen sitzen am besten. Das habe ich früher schon mal gesagt. Jetzt besser drei Tage nicht anfassen und dann können wir ihn anbauen. Jetzt mal kurz den Sitz festmachen. Ich bin froh, dass mein Körper in der Lage ist, jedes Feuer sofort zu löschen. Für kleinere Brände nehme ich meinen Mund, für größere Brände nehme ich... Weiß schon. Aber ist doch gut, oder nicht? Weil der Körper kann fast alles produzieren, was man braucht. Eisen. Wir haben unsere Anhängerkupplung sehr schräg angebaut. Was dazu führt, dass diese Achse so, guck mal, so würde er optimal da drauf sitzen. Wir können ihn jetzt bis zu einem gewissen Punkt runter machen, bis hier, aber weiter nicht. Jetzt müssen wir hier eine gewisse Biegung einbauen, damit wir hier unten...
an unseren selbstgeschweißten Rahmen kommen. Boah! Guck mal! Boah! Ist geil geworden, ne? Wichtig ist, dass der abgefüllt wird und nochmal von irgendwas anderem gehalten. Was ist eigentlich mit dem Blech hier? So ein bisschen Unterfahrschutz. So, fertig. Halt mal fest. Das hat jetzt schon richtig was gebracht, sag ich dir. Ohne Scheiß. Das ist ein richtiger Anhänger hier, wa? Lass das so machen. Wir machen nur eine Seite. Und zwar so. Aha! Oh, hab ich den Fall. Jetzt den Handschuh? Das kann schon mal hier gehalten werden. Ja. Setz dich mal rein. Alter. Vor allem, die ist perfekt gerade. Ja. Guck mal. Leg mal eine Waage drauf. Steig mal aus. Vielleicht ist sie dann nicht mehr gerade. Ja, aber wie plant man seinen Anhänger mit Last? Wir können es halt. Die Anhängerkupplung ist fertig und so. Was wir jetzt aber noch haben wollen, ist Arbeitslicht. Ich finde, das sieht cool aus. Ihr nicht? Was können die Lampen überhaupt? Also leuchten. Was soll eine Lampe sonst können, Mann? Ja. Aber wie stark, wenn es da oben ist, geht das Licht überhaupt? Klar, das sind hier so Rallye-Scheinwerfer, Alter. Das sind richtig hell. Hast du gerade gefurzt? Nein, Alter. Ja, glaube ich schon. Wie kommst du da drauf? Weil ich was gehört habe. Ja, nee, ich riech an meinem Hintern. Nein. Ich hab nicht, würde das niemals tun ohne Scheiß jetzt. Ja. Ist so, es ist so. Was hast du denn bitte gehört? Ja, so. Ja. Ein bisschen riechen tut sie hinten schon. Ey, du bist so ein Spinner. Es ist überhaupt nicht wahr. Wenn man so schweißt und es hält halt sofort, wirklich ohne Scheiß, als wenn du halt mehr Kraft über Material hättest, als für einen Mensch normalerweise gut ist. So fühlt sich das immer mit dem Schweißgerät an. Ich fühle mich mächtig. Ich kann mir richtig gut vorstellen, warum die Amis ihre Waffen nicht loslassen wollen. Das ist irgendwie krasser, als ein normaler Typ zu sein. Und dann halte ich das daran und es hält einfach, so ein Metall. Hat sie das jetzt einfach zusammengetüdelt? Vielleicht geht das Kabel ja soweit. Die beiden hier verbinden wir jetzt, ja, weil wir beide Lampen gleichzeitig anmachen wollen. Stecken das hier durch und gehen jetzt auf dieser Seite bei unserem Schalter mit ein bisschen Lötzinn hier an die Seite. Ich glaube an die. Ich kann nicht sehen, wenn eure zwei Neandertal-Griffel hier von meiner Hand sind. Hey. Ich habe sehr filigrane Finger. Boah, geht hier kaum noch rein, der Eumel. Wunderschön, sieht keiner mehr. Das Geile ist, dass die schwierigen Sachen auf der Welt, ne, dann ist es ganz oft auf zwei Sachen reduziert. An und aus. Eins und Null. Plus und Minus. Das ist sehr einfach. Die Welt an sich tickt sehr einfach. Ist alles binär grundsätzlich erstmal. Ich kann auch mega löten mittlerweile, ne? Ist das auch schon aufgefallen? Ja. Ach, so, jetzt. Heiß. Wird heiß. Warte, bleib dran, halt durch. Heiß. Halt durch. Hier noch einen. Was wir nämlich jetzt hier tun, ist folgendes. Wir schließen den Stromkreis. Wir machen jetzt hier einmal Plus ran und diese Lampen kriegen Minus über das Gehäuse und das ist hiermit verbunden. Und deswegen gehen wir jetzt hier ran und schweißen einfach ein Kabel an die Karosserie. Und wenn ich das jetzt hier ranhalte, dann haben wir im Grunde den Stromkreis auch geschlossen. Ne? Mach mal jetzt das Licht an. Leuchtet schon. Oh oh. Alter, dass das wirklich funktioniert. Wie wollt ihr jetzt ganz kurz das hier festmachen? Kabelbinder. Sieht das scheiße aus. Digga, das sieht so richtig verbastelt aus, Alter. Und damit wir jetzt hier schwere Sachen in unsere Badewanne reinziehen können, haben wir hier noch so eine Seilwinde. Die schweißt jetzt einfach hier an. Kann man von hier optimal aufwickeln. Fertig. Sei sauer auf mich. Weißt du noch, als ich dich gerade versucht habe anzubohren? Ah, hab ich mir selbst ins Gesicht gehauen. Von dir kommt echt nichts. Du hast sehr wenig Gegenwehr.